Und damit willkommen zu einem kleinen Tutorial, wie man den neuen League of Legends Client im Vollbildmodus startet, ob ich das benutzt, was auch immer mitmacht. Denn das ist seitdem, oder das ist jetzt seit dem neuen Client raus, das ist möglich. Und es ist auch ziemlich einfach zu machen. Für die meisten wird es momentan so sein, dass sie entweder die Aufführungsbeine, also zuerst mal muss ich sagen, man muss 1420x5670 Monitor, 1280x720 Monitor oder 1600x900 oder jemand Full HD, ich glaube bei 4K geht es auch noch, Monitor haben, also das soll die maximale Auflösung sein, dann klappt das auf jeden Fall. Und ja, wir loggen uns mal kurz ein und wenn wir dann hier nämlich auf das Zahn oder auf den Einstellungsknopf drücken, sehen wir bei den Fenstergrößen drei Optionen bei dem Full HD Monitor. Und das lassen wir nochmal so. Also Full HD ist nicht vorhanden. Dann müsst ihr die Taskleisteneinstellungen aufrufen. Das macht ihr, indem ihr rechtsklick und dann hier auf Taskleisteneinstellung drückt. Und ihr macht den zweiten Punkt Taskleiste im Desktop-Modus automatisch aus. Ein, wichtig, ein, nicht aus. Und anschließend startet ihr den Client erneut. So, wieder starten, ganz normal. Und anschließend werdet ihr euch dann hier einloggen müssen, weil hier geht das noch nicht. Loggen das. Moment, geschrieben. So, kurz einloggen, Warteschlange. Also, ich selber finde Vollbildmodus teilweise ziemlich unpraktisch, weil teilweise ist es auch wirklich eine gute Alternative, sage ich mal, wenn man einfach zwei Monitore hat oder vielleicht sogar drei, dann ist das wirklich praktisch, wenn man das eben voll wieder auf dem zweiten hat. Aber ansonsten, finde ich, braucht man das nicht. Aber für die Leute, die es haben wollen, natürlich zeige ich es jetzt mal eben. So, wenn wir jetzt hier drin sind, klicken wir wieder auf das Zahnrad hier. Und dann sehen wir hier, tada, die 1920x1080 Option ist da. Und wir sehen, wenn wir drauf klicken, wird der Client komplett im Vollbildmodus. Das einzige Problem, man kann die Taskleiste nun auf dem Hauptmonitor nicht mehr einblenden lassen. Dafür muss man entweder minimieren, so und so machen, oder eben auf dem zweiten Monitor. Das seht ihr jetzt leider nicht. Also wir können wirklich alles hier machen. Das ist natürlich eine Sache, der PC muss das wirklich unterstützen. Ihr seht, wenn ich aufnehme, leckt das bei mir sonst läuft das flüssig. Und ja, auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wollt, könnt ihr es natürlich auch machen. Ich hoffe, ich kann euch auch vor allen Dingen helfen. Schreibt es gerne in den Kommentaren, ob es bei euch klappt, sollte eigentlich. Und ja, von meiner Seite aus war es jetzt. Wir sehen uns. Haut da rein und ciao.